Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Heute zu dem Projekt, was ich ja letzte Woche auf eine ganz besondere Art und Weise angekündigt habe. Ich habe ja euch zum einen eine ganz alte Folge gezeigt, zum anderen, wie ich darauf reagiert habe. Weil es hat sich ja über die Zeit bei Stöpselkopf so viel geändert und das ist natürlich auch interessant, das mal wieder so zu sehen. Wenn ich mich jetzt alleine jetzt mal hier so umschaue, jetzt umgeben von gleich drei Kameras, damals war es nur eine, die ich einfach nur irgendwie wahlweise im Raum aufgestellt habe, um irgendeine Art und Weise eines kleinen Produktes zu zeigen. Und jetzt stehen hier quasi drei Kameras um mich rum verteilt und das ist schon interessant so zu sehen, quasi wie es früher einmal war. Und alleine schon der Ton ist ja jetzt schon mal ein wesentlich besserer, wenn ich das, ach, dieses Rauschen und ach, erstmal beiseite die ganze Sache. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie man dieses Projekt jetzt eventuell etwas verbessern könnte, vielleicht auch vereinfachen könnte. Und damals habe ich ja ganz einfach wahlweise irgendwelche Produkte aus dem Baumarkt zusammengetragen und daraus dieses Projekt gebaut und habe da irgendwie nicht ganz so dabei bedacht, dass es diesen Artikel vielleicht nicht überall zu kaufen gibt in den Baumärkten. Und deswegen habe ich natürlich auch mal jetzt gerade für das Aktuelle, für diesen Remake, natürlich auch geschaut, dass man irgendwas nimmt, was man jetzt vielleicht auch auf eine andere Art und Weise besorgen kann. Und dafür ist mir zum Beispiel das in einer Zoohandlung über den Weg gelaufen. Das ist einfach eine ganz normale Pumpe, die halt Wasserblasen automatisch von sich aus auch macht. Also die ist direkt auch dafür konzipiert. Da ist natürlich auch jede Menge Equipment gleich mit dabei. Also wenn man jetzt hier gerade meine Rückseite anschaut, da ist ein Schlauch dabei, der 2 Meter sogar so lang ist. Dann natürlich auch noch so ein Teil, was die Blubberblasen macht. Und das ist natürlich auch noch ganz interessant, das ist ein Teil, was quasi das Wasser nicht in die Pumpe zurücklässt. Ist schon mal in jedem Fall lobenswert und sinnvoll, weil das habe ich zum Beispiel bei meinem System nicht mal benötigt, weil ja ganz einfach alles über diesen Moscato-Stöpsel ging. Und da bin ich auch schon ganz beim Thema. Damals hat es mich ja schon ein bisschen gestört, dass ich alles über diesen Moscato-Stöpsel machen musste. Ich musste die Glühbirne hier oben rein, diesen Schlauch oder beziehungsweise das Rohr musste ja natürlich in die Flasche und das alles hier oben drüber. Und das hat mich schon von der ersten Minute lang eigentlich schon gestört. Damals wusste ich es noch nicht viel besser, wie man das machen könnte, weil irgendwie die Flasche aufmachen, irgendwie ein Loch reinbohren, das war zur damaligen Zeit für mich persönlich jetzt noch nicht zu realisieren, beziehungsweise hatte ich auch noch nicht wirklich die Einfälle beziehungsweise das Wissen dazu, wie man sowas machen könnte. Und da hat sich jetzt auch einiges getan, denn ich hatte nämlich auch von Anfang an eigentlich immer die Vorstellung, dass man hier irgendwie ein Loch reinmacht, worüber man dann den Schlauch einfach anschließt, wo man zum Beispiel die Flasche dann nämlich so drehen kann, wo das Loch ist, einfach so auf die Rückwand, so sieht man nämlich gar nicht, wie die ganze Luft oder was auch immer da reinkommt. Und ja, jetzt ist mir natürlich per Zufall eigentlich eine Idee gekommen, wie das Ganze doch einfach zu realisieren ist. Und zwar habe ich da einfach etwas genommen, was ich sowieso schon rumstehen hatte, und zwar so einen Bunsenbrenner. Bei dem Bunsenbrenner habe ich schon damals beim Schweißerkurs gelernt gehabt, dass man da natürlich die blaue Flamme, die hier rauskommt, die heißeste Stelle in dieser Flamme ist, die heißeste Stelle, und die musste ich dann einfach nur noch auf die Flasche richten. Problem war natürlich an der ganzen Sache, dass natürlich nur dieser Bereich heiß wurde bzw. weich wurde und sich nie wirklich ein Loch gebildet hat. Und dann habe ich natürlich angefangen, irgendwie mit einem Bohrer dann auch schnell ranzugehen, um da ein Loch reinzumachen. Und diese Versuche sind auch kläglich gescheitert. Die Flasche ging prompt einfach kaputt und ließ sich dann einfach nur noch wegwerfen. Und per Zufall, bei einem dieser Versuche ist etwas geschehen, womit ich dann auch gar nicht gerechnet hätte. Ich habe nämlich ganz einfach hier oben den Moscato-Stöpsel vergessen. Und durch den Druck, der sich dann natürlich in dieser Flasche aufbaut, will die Luft natürlich, die hier drin erhitzt ist, natürlich nach draußen. Klingt logisch. Also jeder, der an Physik schon mal aufgepasst hat, müsste jetzt eigentlich schon im Klaren sein, was passiert. Natürlich, die Luft möchte nach draußen und die weiche Stelle bietet dann natürlich am meisten Angriffsfläche, um das Ganze auch rauszulassen. Und ihr seht natürlich schon wunderbar in dem Video, wie das Ganze funktioniert. Dann drückt natürlich das Glas nach außen und die Luft entweicht. Dann ist natürlich das nächste Problem, ja, das Loch ist zum einen eventuell nicht groß genug oder diese Stelle sieht allgemein auch nicht so wunderbar aus. Und da habe ich mir ganz einfach einen Schraubendreher genommen und habe das Ganze einfach wieder nach drinnen gedrückt. Ganz simpel, habe das natürlich noch leicht gedreht, so dass das Loch etwas größer wird und schon ist die ganze Sache eigentlich fertig. Was noch ganz wichtig an dieser Sache ist, ist natürlich auch die Tatsache, dass ihr das nicht unbedingt jetzt sofort im Bunsenbrenner
Bunsenbrenner sofort ausmachen dürft. Ihr müsst natürlich schon noch ganz leicht drauf lassen, so dass das schon mal, da ja hier so ein Druck auf der Flasche ist, dass das natürlich auch nach und nach nachgeben kann. Also wenn ihr das jetzt einfach ausmacht, dann kann ich euch schon mal garantieren, dass die Flasche in jedem Fall kaputt geht. Und lasst es ganz einfach noch vielleicht 30 Sekunden einfach noch brennen, so dass sich das auch ein bisschen alles so verteilen kann. Und so könnt ihr dann ganz einfach den Bunsenbrenner ausmachen. Was mir natürlich passiert ist und auch bei den ersten Versuchen, ist natürlich, wenn die Luft entweicht, dass natürlich der Bunsenbrenner ausgeht. Lasst euch davon nicht irritieren, der Bunsenbrenner, den könnt ihr ganz einfach ja wieder anzünden. Und das ist natürlich die ganz einfache Luft, die hier entweichen möchte und den Brenner ganz letztendlich ausbläst. Und mehr ist das ja auch nicht eine Sache. Ihr solltet euch natürlich da auch schützen davor, dass es nicht irgendwie euch auf die Hand kommt etc. Macht das am besten draußen, am besten auch noch windgeschützt. Also bei den ersten Versuchen habe ich das auch draußen gemacht, wo mich dann natürlich auch der Wind ein bisschen gestört hat, weil es tut natürlich die Flamme schon ein bisschen verwirbeln, so dass sie nicht punktgenau bleibt. Also in jedem Fall irgendwie windgeschützt oder im Keller. Und ich empfehle auch in jedem Fall das Ganze draußen zu machen, auch wenn ich das hier im Studio gemacht habe. Wenn ihr natürlich auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr das natürlich auch an irgendeinem Ort machen, wo euch nicht irgendwas in Flammen aufgeht, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ich übernehme dann natürlich auch keine Garantie, dass nicht irgendetwas kaputt geht. Was auch noch ganz wichtig ist, wenn das Loch entstanden ist, ihr es in die Form gebracht habt, in die Größe, wie ihr es haben möchtet, ganz einfach so weit ist, lasst die Flasche ganz einfach stehen. Ganz wichtig, nicht mit Wasser abkühlen oder mit sonstigem, denn die Flasche, egal wie ihr sie versucht abzukühlen, geht ganz einfach kaputt. Egal wie ich es auch versucht habe, ich habe sie unter Wasser zuerst gehalten, dann habe ich sie natürlich mit so einem Blowspray, also sprich wo ganz einfach Luft rauskommt, versucht abzukühlen, ging auch kaputt. Also die einfachste Faustregel dafür ist, danach einfach stehen lassen. Ich habe sie dann ganz einfach auf den Balkon gestellt und so konnte ich sie ganz in Ruhe abkühlen und ging natürlich auch nicht kaputt. So, dann war natürlich das nächste Problem, wenn du den Schlauch dort reinbekommst, wie machst du den Schlauch luftdicht? Und ich hatte zum Anfang auch die Idee, Heißleinpistole ganz einfach um den Schlauch rum, fertig. Natürlich ist der Schlauch ein bisschen dünner, also jetzt gerade in diesem Fall hier, ist er natürlich dann sofort geschmolzen zum einen und zum anderen ist dann auch noch gleich was passiert, was ich dann natürlich auch gleich noch nutzen konnte, ist natürlich der Hitzeeinfluss dieser Heißleinpistole macht natürlich auch wieder Temperatur ins Glas und in jedem Fall geht die Flasche dann auch kaputt. War bei mir auch der Fall zweimal, also würde ich das auch nicht empfehlen. Nehmt ganz einfach einen Bastelkleber. Uhu in meinem Fall hat da ganz gut geholfen. Das hat auch gehalten. Es ist natürlich auch mit einem Zeitaufwand versehen. Also ihr müsst dann natürlich dann in jedem Fall die Flasche dann nochmal, ja, bestimmt 24 Stunden stehen lassen, dass das auch gut trocknet, dass das auch hält und wasserdicht ist. Das ist in jedem Fall das Wichtige, dass das natürlich auch dicht ist, weil sonst bringt natürlich die Sprudelflasche an sich natürlich auch nicht viel. Und so sieht das gute Stück dann zum Schluss natürlich aus. Können wir jetzt ganz einfach auch noch lüften, wie es denn auch hält. Natürlich habe ich noch schon geschaut, dass es hält, aber letztendlich ist das jetzt auch für mich der erste Blick, wie es letztendlich aussehen wird. Die letzten Klebereste werde ich dann ganz einfach noch mit einem Stahlschwamm oder, naja, mit einem Stahlschwamm wäre vielleicht schon wieder krass, ganz einfach mit einem Schwamm entfernen, sodass das noch ein optisches Bild macht. Und ja, es hängt ein bisschen durch, sehe ich jetzt gerade. Das war vorher nicht so der Fall, aber ich glaube, das soll mich jetzt auch nicht stören. Es ist ja letztendlich der Blick von vorne, den ich unbedingt haben möchte, sodass man nicht unbedingt sieht, wie kommt das Ganze in die Flasche. So, da kommen wir natürlich auch zu dem ganzen Equipment, was noch zu dieser Pumpe dazu ist. So, da haben wir die eigentliche Pumpe. Und das ist dieses schon erwähnte Teil, was die Luft quasi nur in eine Richtung gehen lässt. Also das Wasser kann natürlich nicht in die Pumpe zurück. Das ist natürlich schon mal äußerst sinnvoll. Also in jedem Fall wichtig, dieses Teil. Und das hänge ich in meinem Fall ganz einfach direkt nach der Pumpe. Von mir aus kann ja das Wasser in den ganzen anderen Schlauch reinfließen. So, das kommt dann noch an die Pumpe. Und das ist hier auch wunderbar. Es ist wirklich auch alles so durchdacht, dass das hier alles schön harmoniert, dass das Ganze zusammen auch passt. Und die Sicherheit sollte da natürlich auch dabei sein.
dass natürlich kein Wasser in die Pumpe kommt, beziehungsweise in die Nähe des Stromes. So. So, haben wir das Ganze auch schon angeschlossen. So, können wir das mal hier in Richtung Kamera. Dann brauchen wir das Kabel ab. Freimachen, das ist auch an die Steckdose gegangen. So. Was ich zum Beispiel jetzt auch bei der Pumpe echt toll finde, ist zum Beispiel das hier. Die hat gummierte Standfüße, weil sie hat ja leichte Vibrationen, ist klar. Und so ist das Ganze entkoppelt, so dass es, egal wo ihr es hinstellt, nicht irgendwelche Geräusche habt. Das ist natürlich auch sinnvoll. Also wie gesagt, ich habe das extra so gemacht, dass ich das weit weg von der Flasche hinstellen kann. So. Ich sollte natürlich auch noch Wasser vorher reinmachen. Das wäre natürlich auch noch sinnvoll. So. Und wie ihr jetzt vielleicht auch schon gesehen habt, ich habe jetzt extra keine Muskatoflasche genommen. Ich hatte einfach auch mal Lust auf eine andere Flasche als nur immer die Muskatoflasche. Und das ist auch dicht. Wunderbar. Ich muss jetzt nur natürlich mal schauen, wie voll ich das Ganze jetzt mache, weil die Blubberblasen werden jetzt natürlich den Wasserspiegel schon etwas verändern. Dann lassen wir es erstmal so. Und dann stecken wir das Ganze einfach mal an. Und da seht ihr schon, wie wunderbar das aussieht. Und wenn das dann natürlich noch beleuchtet ist, dann in jedem Fall ist das ein noch viel größerer Hingucker. Also quasi, wenn es dann eine Muskatoflasche wäre, wäre es natürlich umso schöner. Aber ich habe es natürlich jetzt mal bewusst in einer anderen Flasche gemacht. Und was ich gerade jetzt auch noch feststelle, was ich vergessen habe zu erwähnen, wenn ihr das Ganze natürlich nachbauen möchtet, dann empfehle ich euch natürlich auch noch, am besten die Etiketten zu entfernen. Egal, wenn es natürlich auch Etiketten sein sollten, die dann vielleicht noch nachhinein wieder angeklebt werden, macht sie im Vornherein, bevor ihr mit dem Brenner arbeitet, in jedem Fall erstmal ab. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn die Flasche ganz frisch geleert ist, wascht sie in jedem Fall erstmal aus und lasst sie vielleicht einen Tag verkehrt rum dastehen, dass wirklich keine Flüssigkeit in dieser Flasche ist. Mag es noch so wenig sein, in jedem Fall, wenn hier Flüssigkeit drin ist, geht die Flasche kaputt. Ich habe da extra mal etwas vorbereitet. Ja, vorbereitet, schön wär's. Ich habe dann extra mal ein Beispiel festgehalten, wie das Ganze aussehen würde, wenn ihr das vorher nicht tut. Das sollte euch natürlich nicht passieren, deswegen in jedem Fall Etiketten entfernen und wirklich austrocknen lassen, so dass da wirklich keine Gefahr besteht, dass die Flasche kaputt geht. Wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, wenn ihr jetzt nämlich irgendeine Flasche nehmt, die euch irgendwie in irgendeiner Art und Weise viel Geld gekostet hat, die einfach nur formschön ist und wo ihr unbedingt noch was draus machen möchtet, dann tut das natürlich umso mehr, wie wenn die kaputt geht. Also tut mir den Gefallen, tut euch den Gefallen, macht die Etiketten ab und trocknet wirklich die Flasche aus, so dass das nicht passieren kann. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal für diese Woche und ihr werdet natürlich jetzt fragen, ja, aber die letzte Flasche war doch beleuchtet, die sah doch viel schöner aus, kann man sich dann so auf den Nachttisch stellen? Ja, das mag ganz gut sein, allerdings habe ich da in der Rückhand ein ganz anderes Projekt, was dann unter anderem auch mit dieser Sprudelflasche zu tun haben wird. Was das konkret heißt, das zeige ich euch dann in der übernächsten Folge, weil es gibt nämlich noch einen zweiten Remake dazu, also jetzt nicht zu der Sprudelflasche an sich, sondern mir ist noch ein ganz anderes Projekt damit eingefallen und das hat unter anderem mit so einer Flaschenbeleuchtung zu tun, also quasi das Projekt, was danach kommt, was wieder mit so einem System zu tun hat und dann wiederum ein anderes Projekt, was dann dazu kommt, was quasi die Beleuchtung bildet, kommt dann in der übernächsten Folge, also in jedem Fall dann schon mal einschalten, dass ihr auch seht, wie das Ganze noch beleuchtet ist. Das zeige ich euch natürlich dann auch noch in der Folge, wenn quasi beide Projekte, auch alle drei Projekte aufeinandertreffen. Und da könnt ihr in jedem Fall schon mal gespannt sein. Und ich hoffe, die Lampe gibt endlich den Geist auf, dass ich sie austauschen kann.
In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche natürlich an dieser Stelle wieder. Macht's schön gut, schönes Wochenende. Bis dann, ciao.